Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Phantasia Studio Tutorial. Heute möchte ich euch ganz kurz einmal die Grundierungen vorstellen, die wir benutzen. Das ist einmal die A-Marke Army Painter. Der Vorteil an den Army Painter Grundierungen ist, dass es eine sehr, sehr große Farbpalette gibt. Also wirklich 5, 6 Grüntöne, Lila, Rottöne, diverse Gelbtöne, Brauntöne. Also da kann man eigentlich alles bekommen, was man sich wünschen kann. Was auch gerade für unsere dem Zeitdruck unterstehende Arbeitsmethode halt förderlich ist, weil man kann zum Beispiel, wenn man einen Space Marine, also einen Blood Angel bemalt, grundieren wir die in einem sehr dunklen Rotton als erstes. Und mit der Nebeltechnik, die ich euch in einem vorherigen Video schon gezeigt habe, kann man dann halt in ein oder zwei Stufen nochmal die helleren Töne drüber nebeln und hat somit halt sehr, sehr schnell seine Farbverläufe. Als nächstes natürlich Games Workshop. Die haben eine ganze Reihe von super tollen Grundierungen, die natürlich immer ein bisschen teurer sind. Aber gerade die Metallfarben wie LED Belcher, Retributor Armor oder auch das Chaos Black von denen ist fantastisch, weil das schön matt ist. Ja. Auch besonders hervorzuheben würde ich die neuen Kontrastgrundierungen, also die Grundierungen, die für die Kontrastfarben vorgesehen waren, wie Wraithbone und Gracier. Die haben halt so eine sehr schöne. Ja, so einen sehr schönen Off-White-Ton, der nicht ganz weiß ist, sondern halt einmal in die Richtung Beige geht und einmal in die Richtung Grau geht. Die sind auch unglaublich hilfreich, wenn man sie unter einer weißen Grundierung in den Schatten haben möchte. Für White Scars zum Beispiel oder sowas. Eine Sache noch zu den Army Painter Grundierungen. Die haben nicht so einen tollen Sprühkopf und da kommt ziemlich viel Farbe raus. Das heißt, bei den Army Painter Grundierungen muss man halt immer sehr schnell grundieren und mit ganz kurzen Sprühstößen. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man zu viel Farbe auf das Modell sprüht und das verklumpt und verschlammt dann die ganzen Details von den Modellen. Ein weiterer Punkt bei denen ist halt, die brauchen ziemlich lange, um zu trocknen. Da muss man dann immer sehr geduldig sein, ansonsten grapscht man die Figur an und hat dann einen schönen Fingerabdruck drauf. Das wollen wir nicht. Als nächstes eine meiner neuen Lieblingsgrundierereien von AK Interactive. Da benutzen wir das Weiß und das Schwarz sehr oft. Und der Vorteil bei dieser Grundierung ist halt, dass sie mit diesem gelben Extrasprühkopf noch kommen. Und dieser gelbe Extrasprühkopf, der hat eine kleinere Düse. Und diese kleinere Düse ermöglicht es einem halt noch ein feineres Sprühbild zu bekommen. Also diese Grundierungen sind zum Beispiel sehr gut geeignet zum Nebeln und um ein sauberes Sprühergebnis zu bekommen. Ein weiterer Vorteil dieser Köpfe ist, die kann man zum Beispiel auch auf die Army Painter Grundierung draufschrauben und die funktionieren im Prinzip genauso. Wenn man diesen Kopf benutzt, ist es sogar so, dass man anders als beim normalen Kopf muss man ganz nah an das Modell rangehen und wenn man diesen Kopf benutzt, kann man wie quasi üblich aus Armeslänge Entfernung sprühen, ohne sich da irgendwie Gedanken machen zu müssen. Das wäre es auch schon mit diesem kurzen Tutorial für heute.